Büp. Büp. Wunderschön. Weil dann brauchen wir nicht so viele. Wenn wir die jetzt nämlich nur... Was sind das hier eigentlich für ein Baum? Ist ja lustig. Wenn wir nämlich jetzt nur an die Seiten die machen würden, die Fackeln, dann bräuchten wir viel mehr, ne? Weil wir wollen ja auch den Weg beleuchten. Weil der Weg ist das Ziel und so. Wenn ich ja hier überall dran kommen würde, dann wäre das ja schon mal sehr schön. Aber nein, komme ich natürlich nicht. Ups. So. Ist dann, also wird sich dann halt noch herausstellen, wie das bei Nacht aussieht. Ob das überhaupt so gut aussieht, wie ich das gerade in meiner Vorstellung so mir denken tue. Aber werden wir ja dann sehen. Der Baum ist weg. Die Bäume stehen alle im Weg. Wer hat denn hier... Wer kam denn auf die scheiß Idee, genau hier... Genau hier, wo jetzt die Portale stehen, einen Wald hinzupflanzen? Also ganz ehrlich. Ich meine, wir hätten zwar auch die Portale woanders hinsetzen können, klar, aber... Nee. Also, den Gefallen tun wir dem Wald hier nicht. Ah, so. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe. Meine Fresse. Also so ein bisschen. Ich meine, es ist zwar ganz schön und gut, dass es in Nevermind so viele neue Monster gibt. Aber so ein bisschen geht das einem schon auf den Sack. Wenn die dann auch tagsüber die ganze Zeit rumrennen. Könnte ich gerne drauf verzichten. Es reicht ja schon, wenn wir in die komische Celeve-Dimension gehen. Und da dann ganz, ganz viele Clowns angerannt kommen, die uns töten wollen. So. Und jetzt noch ein Portal ausleuchten. Und dann hätten wir das erstmal. Müssen wir nur gucken, wie das halt bei Nacht aussieht. Weil das wissen wir jetzt ja noch nicht. Ne? Weil einmal, wir brauchen einmal Nacht. Und dann ist sie natürlich nicht da. Immer nur dann, wenn wir sie nicht gebrauchen können. Ja, ja. Ich glaube, Nevermind würde uns wirklich so ein bisschen verarschen. So. Okay. Upsala. Warum falle ich denn hier die ganze Zeit runter? Bin ich ein bisschen dumm, oder was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Okay. Ich würde sagen, weil wir gerade hier sind, bevor wir irgendwas anderes machen, bevor wir wieder Clay holen und gehen oder so, gehe ich einfach schon mal in die nächste Dimension, und zwar in Deeplands. Und dann nehme ich hier nämlich ein paar Steine mit. Ah. Ne, das hier meine ich nämlich mit, dass die Dimension so ein bisschen dunkel ist, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das heißt, die Frage, was nehmen wir? Das hier ist Deep Rock. Was ist das da unten? Ist das auch alles Deep Rock? Weil dann können wir nämlich hier einfach hier oben den Deep Rock abbauen. Dann müssen wir uns nicht die Mühe machen, nach unten zu laufen. Ist auch die Frage, wie viel wir nehmen. Müssten wir entweder jetzt gerade auf die Schnelle mal ausrechnen oder einfach austesten, ne? Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal so zwei Stacks mit. Und dann gucken wir mal, was so passiert. Also ob das reicht. Wobei zwei Stacks aus jeder Dimension... Zwei Stacks mitzunehmen, einfach nur so für nichts sozusagen, ist schon meine Aufgabe. Aber gucken wir mal. Ich will nur kurz hier die Spitzhacke kaputt machen. Dankeschön. Ich habe das ja extra so eingestellt, dass der das aufhebt. Das gefällt mir irgendwie hier. Hier sollten wir öfter was abbauen. Hier kriegt man viele Belohnungen und so. Finde ich cool. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, warte kurz. So. Jetzt soll wissen, wo wir gerade sind. Ja, ist egal. Wird wohl nicht so wichtig gewesen sein, wenn ich es schon wieder vergessen habe. So.
ist genauso wie wenn man in einen Raum geht und dann in dem Raum drinnen steht und sich fragt, warum bin ich denn jetzt eigentlich hierher gelaufen? Das verstehe ich dann auch immer nicht. Aber naja. So. Wieder zurück. Das sollte jetzt aber reichen. Sekunde. Wir zählen jetzt einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 66, alles klar. Das bedeutet, irgendwie sieht das gerade voll gleich aus hier. Also 66 von jedem brauchen wir. Bedeutet einfach ein bisschen mehr als ein Stack. Oder bin ich jetzt, habe ich mich erst erzählt? Eigentlich nicht. Egal. YOLO. Wie sieht das denn aus? Also es ist an sich nicht schlecht. Nur hier die Treppen hätte ich halt noch gerne. Vielleicht könnten wir hier auch noch Zäune hinmachen. Oder so, dass wir halt sagen, okay, nur hier vorne ist Eingang. Und außen rum ist halt zu. Warte mal, was gibt's denn so? What the fuck? What the fuck? Alles klar. Interessant. Also den werden wir nicht nehmen. Ups, ne? Oh, ich hab... Lol. Ich hab den. Tut mir leid. Bitte geh nicht kaputt, Portal. Was kann man denn aus dem... Warte mal. Ankien... Ups, ne? Kann man daraus irgendwas machen? Nee, schade. Okay, komm, gehen wir mal in die nächste Dimension. Mysterium, da waren wir auch schon drin, ne? Genau. Holen wir uns aus Mysterium irgendwelche Blöcke. Wäre natürlich langsam langweilig, jetzt hier das Gras zu nehmen, ne? Was wollen wir denn hier mal nehmen? Welche kommen denn hier am meisten vor? Gucken wir doch mal. Welche Farbe kommt hier am meisten vor? An sich würde man jetzt sagen blau, aber das liegt natürlich an dem Wasser, was hier rumfließt. Wir können natürlich auch so... Oh, warte mal, ich gehe mal nach da drüben. Wo ist denn das? Da. Da. Da gehe ich jetzt hin und dann gucken wir mal, was es da für Dinge gibt. Was es da für Blöcke gibt. Entweder wir nehmen von der Plattform einen Block oder wir nehmen irgendeinen Pilz hier. Ist nur die Frage, welchen? Ich glaube, nach blau kommt grün. Ist nur die Frage, welcher öfter da ist. Also würde ich jetzt einfach so vom Gefühl her sagen. Ich weiß das natürlich nicht, weil ich bin unwissend und so. Aber mein Gefühl sagt mir, dass das so ist. So. Und dann würde ich nämlich hier draus einfach Planks machen, weil das eh viel sinnvoller ist, als jetzt irgendwie irgendeinen Block zu nehmen, den wir 66 mal abbauen müssen. Warte mal, dann mache ich hier draus schon mal Planks, dann können wir uns hier ein bisschen weiter hochbauen. Und so. Was ist denn das für ein Block, der grüne da? Ist das auch so ein Pilzblock oder wie? Wobei, an sich wäre es ja auch interessant, so Pilzblöcke dahin zu stecken, anstatt hier diese Planks, ne? Ja, das sind auch nur so Mushrooms. Oder wir nehmen hier Mysterium Stone. Mysterium Stone könnten wir natürlich auch nehmen. Oder die... Ach so, die Erde ist ja lila, stimmt ja. Die ist ja nur grün, wenn die bewachsen ist. Ha. Also das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Wir können natürlich auch Mysterium Stone nehmen. Oder so eine Mischung aus Mysterium Stone und Mysterium... Warte mal, was sieht denn besser aus? Das hier ist Mysterium Stone. Wir hatten doch hier gerade irgendwo... Da. Da finde ich an sich Mysterium Stone besser. Warte mal, kann man daraus noch irgendwas machen? Nee. Mysterium. Könnte natürlich auch
Black Mysterium Bricks nehmen. Aber eigentlich, die Farbe ist auch irgendwie ein bisschen heller. Gefällt mir irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Ja, nehmen wir Mysterium Stone. Nehmen wir einfach ein bisschen was von mit. Dann können wir auch unser Mining Level wieder ein bisschen hochziehen und so. Das, daran habe ich ja jetzt gerade überhaupt nicht gedacht. Also, so, Moment, gehen wir ein Stückchen zurück. Das ist die Frage, wie kommen wir... Ach, da unten, okay. Ich wollte gerade sagen, wie kommen wir an Mysterium Stone ran? Aber ist ja ganz klar, ne? Scheiße, wir haben noch zwei Fleisch. Okay. Die wären dann jetzt weg. Dann müssen wir wieder anfangen, uns Essen zu cheaten. Ist ja auch kein Problem. Huch. So, ich grab mich jetzt einfach mal hier runter. Oh, lass mich doch in Ruhe. Wo denn überhaupt? Hä? Ja, lol. Weißt du, da kommt so ein Vieh an, schlägt dich. Und dann denkt sich so, ja, trollolol, ich verpiss mich. Was mich gerade mal interessieren würde, was kommt denn eigentlich, wenn man hier sich weiter runterbuddelt? Wir sind jetzt auf Ebene 15. Ich gehe jetzt einfach mal bis nach ganz unten. Und mal gucken, ob da Bedrock kommt. Wir sollten uns auch so ein bisschen... So. Damit wir immer sehen, wie viel Stein wir gerade schon haben. 9? 8? Gleich sind wir unten angekommen bei 0. Wahrscheinlich ist da... Okay, da ist einfach nur Bedrock. Ist ja langweilig. Das hätten die aber auch interessanter gestalten können hier. Mann, 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 Mann. Ich bin enttäuscht. Ich fände es mal cool, wenn man hier unten noch mal irgendwas finden würde oder so. Oder diese... Ich weiß gar nicht, ob das... Man kann ja hier auch in den Himmel kommen. Also hier Heaven heißt die Dimension. Ich frage mich, ob das so wie bei dieser Ether-Mod ist, dass man dann runterspringen kann und dann wieder auf die Erde fällt. Das wäre natürlich voll geil. Sowas wäre nicht cool. Dass wenn du dich hier jetzt einfach runterbuddelst, dass du dann in eine andere Dimension fallen kannst. Also fände ich mal interessant. Beziehungsweise, das wäre natürlich geil, wenn das so ein verstecktes Feature wäre oder so, dass man in eine Dimension nur kann, wenn man das macht, ne? So, da oben ist unser Portal. Wie kommen wir jetzt da hoch? Warte mal. Lass mich mal bitte, danke, in Ruhe und so. Ja, lass mich doch in Ruhe, Mann. Ich will doch einfach nur hier in Ruhe leben und so. In Ruhe leben und so ein Kack. Kannst du nicht einfach mal in Ruhe gelassen werden. Das ist ja echt schlimm. So, wir nehmen hier blauen Mushroom. So, und bauen uns da hoch. So, bitteschön. Nein, lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Nervig sowas. Und dann geht's hier weiter hoch. Okay. Ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, sich hier hochzubauen, ne? Man muss nur erstmal bis zu so einem Pilz kommen und dann kann man sich ja eigentlich durch den Pilz weiter nach oben bauen. Richtig praktisch. So. Hallo, na? Und es ist natürlich wieder Nacht. Obwohl, Moment, jetzt ist das ja praktisch mit der Nacht. Warte mal, habe ich hier alles auf... Ah, okay. Es war auf Moody. Moody, 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 Moody. Ja, ist in Ordnung. Also so von der Helligkeit her gibt Schlimmeres. So. Jetzt muss ich mir wieder Leben cheaten. Weil es einfach keine Leben mehr gibt. Weil es einfach kein Essen mehr gibt. So. Warte mal, ich teste das jetzt gerade mal aus. Ob das wirklich 66 waren oder ob ich mich hier knallhart verzählt habe. Voll cool aus hier, so der Kontrast und so. Gefällt mir. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt hier auch noch so Treppenstufen aus sowas machen könnten. Aber ich glaube, für jede Dimension sich irgendwas rauszusuchen, woraus man Treppenstufen machen könnte, das wäre ein bisschen krass. Jawohl. 66 Stück. Dann könnten wir natürlich hier vorne das
auch noch austauschen, weil irgendwie sieht der Steg ein bisschen komisch aus. Ist nur die Frage, ob man den unbedingt braucht, um so ein Portal ändern zu können. Wobei, an sich wollen wir die Portale ja nicht ändern. Ist halt nur die Frage, ob die Portale irgendwann ausgehen oder so. Also ob die irgendwie ausgehen können. Kann natürlich sein, dass... Im Nether ist es ja zum Beispiel so, wenn ein Gas drauf schießt, dann gehen die aus. Dann kann es ja hier genauso gut sein, wenn ein Skelett drauf schießt, gehen die aus oder so. Also eigentlich bezweifle ich das. Warte mal. Ja. Warte mal, fliegen die... Moment. Das muss ich jetzt gerade mal austesten. Fliegen die Pfeile eigentlich durch... das durch? Oder fliegen die dann in die Dimension rein? Nee, okay. Die fliegen einfach durch das Portal durch. Schade. Ich dachte schon, die fliegen so in die Dimension rein. Das wäre ja mal ultra geil gewesen. Okay. Mal überlegen. Machen wir das? Riskieren wir es oder riskieren wir es nicht? Ich würde sagen, wir riskieren das einfach mal. Oder? Warte mal, wie sieht denn das überhaupt aus? Wobei so ein bisschen was... Ich lasse das jetzt einfach erstmal und dann können wir das uns ja immer noch aussuchen. Wenn uns das nicht mehr gefällt, dann entscheiden wir uns halt um und machen das dann doch nochmal anders. So, jetzt nochmal. Ich wollte ja nach... Warte mal, Fence. Oder... Wall. Wir könnten natürlich auch so Steinwalls nehmen. Also so. Ne? Hier die. Hupsala. Das wollte ich nicht. Cobblestone Walls. Die könnten wir natürlich auch hier hinklatschen. Das würde dann so ein bisschen dazu passen, weil ja an sich das hier auch alles aus Stein besteht, ne? Ich glaube, das machen wir. Aber jetzt, ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen, weil... Darum? Boah, jetzt geht es ja aber richtig ab mit dem Wachsen und so. Ja. Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal mit den Steinwalls und dann noch weiter dekorieren und so. Aber jetzt würde ich die Folge erstmal für heute beenden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, ihr guckt dann auch das nächste Mal wieder zu, wenn wir hier ein bisschen weiter dekorieren. Und dann würde ich auch bald in die nächsten Dimensionen gehen, weil es sonst einfach zu langweilig wird. Ja, aber dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!